Die Gliederung von Texten in OneNote ist sehr einfach und kann auch im Nachhinein noch sehr schön verändert werden. Wie könnte so etwas aussehen? Ich schreibe hier meine Überschrift 1, drücke die Enter-Taste und drücke anschließend die Tabulator-Taste. Der Cursor springt um ein kleines Stück nach rechts und hier kann ich Überschrifttyp 2 beispielsweise verwenden. Drücke wieder die Enter-Taste. Auch hier kommt eine Überschrift zweiter Ebene und eine Überschrift zweiter Ebene noch einmal. Ich drücke wieder die Enter und wieder die Tabulator-Taste. Wieder springt der Cursor etwas nach rechts und ich untergliedere weiter in verschiedenste Überschriftsgrade. Mit der Rückschritt-Taste kann ich wieder um eine Ebene nach außen gehen. Enter-Taste und Rückschritt-Taste. Auch hier kann ich wieder bis an den linken Rand schreiben. Was ist nun der Vorteil dieser Gliederungen? Wenn man mit dem Cursor bzw. mit der Maus über diese Überschriften drüber fährt, dann kommt außen bei der Textbox bzw. immer in der Nähe dieses Bereichs ein kleiner grauer Pfeil. Man sieht ihn hier links. Und wenn ich auf diesen Pfeil einen Doppelklick mache, wird die gesamte Struktur unter der Überschrift 1 eingeklappt. Mit einem Doppelklick wieder drauf wird die gesamte Struktur wieder geöffnet. Ebenfalls hier, wo die Überschrift 2 steht, gibt es eine Unterstruktur und mit dem Doppelklick drauf wird diese eingeklappt. Ein weiterer Klick auf das Pluszeichen, Doppelklick auf das Pluszeichen, öffnet mir diese Struktur wieder. Das ist durchaus hilfreich, wenn man beispielsweise mit festen Gliederungen arbeiten will für eine Arbeit, die man verwendet, oder auch für FAQ-Seiten, die man in Form eines Wikis gestalten kann, wo man die jeweiligen Fragen und die dazugehörigen Antworten ein- und ausblenden kann. Beispiel: Wie funktioniert die Gliederung in OneNote? Fragezeichen hier mit der Tabulator-Taste, indem man die Tabulator-Taste drückt und den Text darunter gliedert. Hier kann ich es nochmal herzeigen. Durch Doppelklick wird diese Antwort ausgeblendet. Am Pluszeichen erkennt man, dass es sich hier um einen gegliederten Text handelt und der Doppelklick öffnet mir auch hier wieder diesen Bereich.